Hallo und herzlich willkommen zum 31. DVD-Workshop für das Recording-Magazin. Die heutige DVD-Produktion findet auch wieder in enger Kooperation mit dem SAE Institute statt. Wir sind in den Studios 301 in Köln und zwar heute in der Regie B an der digitalen Sony Oxford-Konsole. Man kann es sehen, heute geht es um das Thema E-Gitarren. Wir werden also die verschiedenen E-Gitarren mal näher erklären, mal miteinander später praktisch auch vergleichen, haben natürlich auch verschiedene Gitarrenverstärker mitgebracht und diese werden wir dann natürlich auch mit verschiedenen Mikrofonen und verschiedenen Mikrofonpositionen miteinander vergleichen. Dazu habe ich auch einen Gitarristen eingeladen, den Tom, den werde ich euch später dann noch vorstellen, der wird die Soundbeispiele für uns erstellen. Ich würde sagen, wir fangen an. Viel Spaß dabei. Und legen wir, Tom, bitte. Sehr gerne. Dankeschön. Das war jetzt also die SM57 mit verschiedenen Positionen, also einmal von der Mitte, also Kalotte, höhenreich bis zur Sicke, zum Rand, weniger höhenreich, dann mit Entfernung, auch mit viel Druck, mit viel Bassdruck vor allen Dingen durch den Proximity, Nahbesprechungseffekt, bis hin zu mehr Raumanteil und dünner, also weniger Nahbesprechungseffekt und dann einmal dementsprechend die Box von hinten abgenommen. Gibt natürlich verschiedene Sounds. Da sollte man auch experimentieren. Was eure Produktion ja erfolgreich macht, sind eure eigenen Sounds. Und da kann man ja vor allen Dingen sehr viel experimentieren. Absolut. Und ich mache mir auch jetzt lieber mehr Arbeit bei der Aufnahme, da schon den optimalen Sound, sei es Tom, die richtige Gitarre, richtige Pickup, richtige Tretminen, also richtige Bodeneffekte, richtiger Verstärker mit der richtigen Einstellung, richtige Lautsprecherbox, Mikrofon. Diese Kette ist natürlich entscheidend für euren Sound. Ja, nicht unliebevoll irgendwas aufnehmen und dann probieren, das später mit vielen Plugins zu richten. Also das ist immer nur die Notlösung. Also besser schon, optimalen Sound aufzunehmen. Noch ein Riesentipp, viele stellen den Sound einer Lautsprecherbox, eines Verstärkers, in Ohrenhöhe ein. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, drehe hier in den Mitten und in den Höhen, ist das eine komplett andere Baustelle, als wenn ich jetzt in die Hocke gehe und höre mir das von hier unten an. Weil die Höhen kommen keulenförmig hier raus. Das heißt, das Mikrofon schaut ja auch von dieser Höhe. Also immer mal, wenn der Gitarrist auch spielt, immer mal etwas weg von der Lautsprecherbox und dann mal auch in Ohrenhöhe mit dem Lautsprecher gehen, weil da hört ihr den wahren Klang. Das ist ein riesen Soundunterschied. Also das solltet ihr ausprobieren. Das heißt, wenn ihr das einstellen wollt, was das Mikrofon später auch aufnimmt, hört, immer auf die Höhe gehen oder beziehungsweise die Box auch dementsprechend ein wenig höher. Kann man ja auch machen. Könnt ihr die Box ja auch hier oben draufstellen oder auf dem Tisch, um das aufzunehmen. Also die richtige Soundeinstellung ist, wie gesagt, hier schon die halbe Miete. Kommen wir aber nun zum Vergleich verschiedener Mikrofone, wie die zueinander klingen. Das werden wir dann jetzt noch machen.